Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und ich habe mich gerade sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass diese Mod online gekommen ist, denn es kommt ein Dinosaurier ins Spiel, auf den ich mich sehr freue. Der ist was ganz Besonderes, nämlich der Dimetrodon. Hier seht ihr ihn schon, er kommt für den Nodosaurus in das Spiel, also ein Fleischfresser für einen Pflanzenfresser, ist auch was ganz Besonderes, bringt aber auch seine Nachteile mit sich, dazu kommen wir aber gleich. Erstmal möchte ich erwähnen, von wem die Mod kommt. Die kommt nämlich von Harlequin Sego. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Checkt's auf jeden Fall ab, ladet's runter, probiert's aus. Ist eine richtig coole Mod, ich habe sie mir vorhin schon angeguckt. Und das Ganze ist gesponsert von Best in Slot. Das ist auch ein YouTuber, ein englischsprachiger Jurassic World Evolution YouTuber. Und ja, vielen Dank für diese tolle Mod. Und wir lassen ihn jetzt mal frei und schauen ihn uns gemeinsam an. Ist leider jetzt auch die Pflanzenfresser-Musik von dem Nodosaurus beim Rauskommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber es wäre natürlich noch cooler, wenn da diese unheimliche Fleischfresser-Musik kommen würde. Das ist so der erste Nachteil, der mir auffällt, wenn man einen Fleischfresser für einen Pflanzenfresser in das Spiel einfügt. Aber ich will jetzt gar nicht über Nachteile reden. Ich meine, guckt euch den Dimetrodon an. Oh mein Gott, sieht der gut aus. Das Model ist halt so gut erstellt. Ich finde es auch richtig cool, wenn ihr mal oben hier auf dieses Segel achtet. Ja, das ist ja sowieso sein Hauptmerkmal so. Ich finde das richtig cool, wie sich das so mitbewegt mit der Körperbewegung. Es klappt halt so richtig nach innen und so nach außen. Oh, ich finde das mega gut. Also die Bewegung sieht richtig cool aus. Und auch allgemein die Mod an sich sieht cool aus. Das ganze Model sieht cool aus. Auch vorne der Kopf mit den Zähnen sieht cool aus. Also es ist wirklich Hammer. Wir können da auch gleich nochmal ein bisschen näher ranzoomen. Aber erstmal sehen wir ihn gleich mal sprinten. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. So ein toller Skin, ne? Ich bin schon wirklich sehr begeistert. Ich habe ja mittlerweile auch schon... Was macht er denn jetzt? Ach, er frisst Gras, glaube ich, war das, oder? Auch ein Nachteil, den er als Fleischfresser hat. Ich habe ja auch mit dem Modding so ein bisschen angefangen. Und deswegen bin ich jetzt noch mehr davon beeindruckt, wie gut diese Mod einfach ist. Weil das ist echt nicht einfach, so eine tolle Mod zu erstellen. Also wir gehen auf jeden Fall Props an den Harlequin Sego raus. Richtig coole Mod. Mach weiter so. Und ich finde auch, die Animationen sehen echt gut aus, ne? Dafür, dass der eine komplett andere Körperform so hat als der Nodosaurus. Ja gut, jetzt beim Trinken sieht man das ein bisschen, weil der Kopf geht so ein bisschen in den Boden rein. Aber das finde ich halb so wild. Ich finde, er passt hier wirklich richtig gut ins Bild, wenn ihr mal schaut. Also es ist jetzt, man könnte ihn so benutzen im Spiel und es würde nicht störend auffallen. Könnte wirklich original aus dem Spiel sein. Das ist schon echt cool. Und ich finde auch die Sounds gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so unpassend. Aber wir können jetzt ja mal so ein bisschen ranzoomen, wenn ihr wollt. So, wir pausieren mal das Ganze. Oh, pausiert lassen wir mal. Schauen uns mal den Skin an. Hier sieht man den Kopf. Gut, das Auge kann meiner Meinung nach ein bisschen noch überarbeitet werden. Aber man sieht wirklich jede einzelne Schuppe hier und so diese ganzen Hautfältchen. Das finde ich mega cool. Also es ist wirklich sehr hochauflösend. Und dieses Segel, wie cool das einfach aussieht. Auch das Muster da drauf. Richtig nice. Und dann hier diese ganzen Zacken. Ah, das ist schon cool. Die Zähne sind ein bisschen sehr strahlend weiß. Also die Zähne und das Auge könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber so ist die Mod wirklich schon Hammer. Gute Auflösung, schöner Skin, schönes Model, schöne Animation. Also ich bin da wirklich höchst zufrieden mit. Ich zeige euch jetzt mal die anderen Skins, die es noch so für das Spiel gibt. Das hier ist das Standardmuster. Dann haben wir hier einmal auch ein wundervoller Skin, so ein grünlicher. Auch richtig cool aus mit dem weißen Segel. Küstengebiet ist das. Und dann haben wir hier Wüste. Der ist halt so relativ weiß, grau, beige, würde ich fast sagen. Als nächstes haben wir Steppe, auch richtig cool. Mehr so dunkelrot, bisschen drin. Und hier oben auch so ein bisschen, ist das gräulich, bläulich. Jetzt kann man es eh nicht mehr sehen. Aber auch ein sehr cooles Segel. Ganz toller Skin. Ja, die Zähne sind mir ein bisschen zu strahlend weiß. Die müsste man, glaube ich, noch ein bisschen überarbeiten. Oh, auch ein richtig cooler Skin. Oh mein Gott, das ist Dschungel. Richtig schön grün und hier oben so pink. Und auch so blau, weiß. Nee, das ist weiß. Pink und, nee, rot und weiß, würde ich fast sagen. Jetzt so in der Sonne. Aber sieht auch heftig aus, ne? Also krass, dass er dann auch schon so viele verschiedene coole Skins eingebaut hat in, in die Mod. Das ist Waldland. Der sieht jetzt nicht so krass besonders aus, ist aber auch nicht schlecht.
Und jetzt sind wir einmal durch. Das waren alle Skins für den Dimetrodon. Also ich muss echt sagen, das ist von den Mods, wo neue Dinosaurier in das Spiel gebracht wurden, mit Abstand meine Favoriten-Mod. Weil erstmal ist es ein Dinosaurier, den ich richtig cool finde. Zweitens ist es ein Dinosaurier, der wirklich sehr besondere Merkmale hat und ganz anders aussieht als andere Dinosaurier, die wir im Spiel haben. Und die Mod ist wirklich qualitativ richtig gut. Also das ist wirklich mit Abstand die beste neue Dinosaurier-Mod für Jurassic World Evolution, die es momentan gibt. Also richtig coole Mod. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal eben... Achso, das habe ich gar nicht erwähnt. Habe ich ganz vergessen, bevor wir jetzt weitermachen. Er kann übrigens auch von einem Fleischfresser Futterspender fressen, wie ihr seht. Das hat der Mod-Ersteller auch irgendwie hinbekommen. Weil normalerweise ist es ja der Nodosaurus und müsste vom Pflanzenfresser Futterspender fressen. Aber er kann sogar von hier essen. Die Animation, ja, die sieht nicht ganz so gut aus. Aber ich finde allein schon den Fakt cool, dass das möglich ist. Also finde ich krass. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den nochmal zu guter Letzt im Kampf an. So, als allererstes sehen wir jetzt hier Dimetrodon gegen Dimetrodon. Im Hintergrund seht ihr schon, jetzt hier auch im Vordergrund. Er macht halt so diesen Seitenhieb, den auch der Nodo macht. Und ich muss sagen, auch die Animation sieht richtig gut aus. Also er trifft wirklich gut den Feind mit dem Körper und auch das Segel und so von der Bewegung her dabei. Sieht schon cool aus. Wäre natürlich cooler, wenn er noch mit seinen Zähnen ein bisschen zuschnappen würde. Ich meine, dafür hat er ja seine spitzen Zähne. Aber das geht halt nicht, weil er für den Nodosaurus in das Spiel gekommen ist. Und ja, ich finde es trotzdem cool. Also die Animation gefällt mir auch sehr gut. Hier wird wahrscheinlich jetzt noch kein Sieger gekürt werden können. Gehe ich mal von aus, weil die eigentlich alle gleich stark sind soweit. Das sieht schon echt cool aus. Wir machen mal kurz Zeitlupe. Schauen wir uns das mal in Zeitlupe an, so einen Hieb. So, jetzt nimmt er Anlauf. Und dann schön mit der Seite gegen den Körper von seinem Feind. Sieht schon alles sehr cool aus. Nicht schlecht. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ist eine mega tolle Mod. So, jetzt sehen wir hoffentlich einen Sieger hervorgehen. Dann können wir nämlich auch mal die Todesanimation sehen. Von dem Dimetrodon. Sollte jetzt eigentlich klappen. Im Hintergrund seht ihr auch die anderen kämpfen. Also verpasst ihr nichts. Jetzt seht ihr nochmal, wie schön diese Animation echt aussieht. Ich finde das auch echt cool, dass das Segel sich so mitbewegt. Das gefällt mir richtig gut. Und da geht jetzt schon der Erste zu Boden. Da schreit er nochmal und sackt zusammen. Oh, und da liegt er. Vielleicht sehen wir es noch bei den anderen auch nochmal. Von oben so ein bisschen. Da sackt er zusammen. Und fällt auf die Seite. Ist schon echt cool, ne? Das ist schon richtig cool. Jetzt könnt ihr auch nochmal das Gebiss sehr gut sehen. Sieht an sich nicht schlecht aus, aber die Zähne sind mir ein bisschen zu strahlend weiß. Und das Auge ist halt nicht ganz perfekt. Das sind so die einzigen optischen Mankos. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt nochmal den Dimetrodon gegen einen Fleischfresser im Kampf an. Und auch das sieht richtig gut aus von der Animation. Er haut richtig mit seinem Kamm da oben gegen den Kopf hier von dem Carnotaurus. Er ist übrigens stark modifiziert, deswegen wird er hier auf jeden Fall gewinnen. Guck mal in Zeitlupe uns das Ganze an, würde ich sagen. Erstmal brüllen sie sich jetzt hier gegenseitig an. Sehr cool. Sieht schon nice aus, ne? Ich bin so beeindruckt. Ich hoffe, der Mod-Entwickler von dem Dimetrodon wird noch mehrere Mods raushauen mit weiteren Dinosauriern. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, passiert jetzt noch was? Ich gucke nochmal ganz kurz vor. Will ja auch nichts verpassen. Okay, sie umkreisen sich erstmal. Das können wir kurz vorspulen. So, jetzt machen wir langsam. Jetzt schauen wir uns die Animation gleich schön in Zeitlupe an. Ist immer noch nicht vorbei mit Laufen. Scheint nicht. Okay. Jetzt geht's los. Er nimmt Anlauf und dann haut er richtig schön mit seinem Segel gegen den Kopf. Und er trifft ihn hier wirklich gut. Also, dass er da so ein bisschen rein glitscht in den Kopf, finde ich gar nicht schlimm. Das ist bei den Dinosauriern von Jurassic World Evolution genauso. Das sieht schon echt ziemlich gut aus. Der Kopf ist unten. Und jetzt wird er wahrscheinlich hier einfach umkippen, gehe ich von aus. Oder gibt er ihm nochmal einen Gnadenstoß? Machen wir wieder auf normal. Ne, er kippt einfach um. Und damit ist der Dimetrodon der Sieger. Das war auf jeden Fall die Dimetrodon-Mod. Ich hoffe, die Vorstellung dieser Mod hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Und die Mod an sich ist mega cool. Checkt sie ab, sie ist unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.